Das Stück heißt ja Die Macht des Schicksals, aber das impliziert ja so eine Art Nichtveränderbarkeit, also ein Fatum, das vom Menschen in keinster Weise beeinflussbar ist. Und genau darum geht es merkwürdigerweise in diesem Stück gar nicht, sondern es geht um einen Akt des Rassismus, der am Anfang steht und eine ganze Kette von sozusagen schrecklichen Ereignissen auslöst. Interessant an dem Stück ist, dass es tatsächlich drei ganz klare Hauptfiguren gibt. Leonora, ihren Bruder und ihren Liebhaber, der vom Bruder verfolgt wird über Jahre und Kontinente hinweg. So eng aber diese eigentliche Konstellation ist, so breit gefächert ist dann das gesamte Figurenpersonal, weil Verdi nämlich eine ganze Menge von merkwürdigen Nebenfiguren einführt, die teilweise gar nichts mit dieser Haupthandlung zu tun haben. Sondern eher für Lokalkolorit sorgen oder auch mal für ganz ausgedehnte Exkurse, die den Fokus von dieser sozusagen sehr personell begrenzten Familiengeschichte immer wieder auf ein ganzes Weltpanorama hinweiten. Das Stück ist bei Verdi schon eine merkwürdige Collage aus verschiedenen Genres, aus verschiedenen Schauplätzen, auch aus verschiedenen musikalischen Formen. Und das könnte man in der Inszenierung nivellieren, man kann es aber auch, was ich interessanter fand, ins Extrem treiben. Das heißt, ich habe im Grunde für jedes Bild, für jede einzelne Szene versucht, auch eine eigenständige theatrale Form zu finden. Naja, wir handeln uns ja bei Forza eigentlich ein bisschen an so Besetzungspolitik entlang. Wir haben im Film eigentlich einen klassischen Typecast, wie man das aus amerikanischen Besetzungspolitiken kennt, wo wirklich jeder so besetzt ist, wie man sich das vorstellt, wie das im Drehbuch steht, wie das bei uns im Libretto stehen würde. Und auf der Bühne haben wir natürlich Gott sei Dank eine internationale Besetzungspolitik, die doch keine Rücksicht nimmt auf Herkunft, auf Äußerlichkeiten etc., sondern wo es nur um Qualitäten geht. Und das reibt sich dann so aneinander ab, das Bühnengeschehen und das Filmgeschehen. Also filmästhetisch haben wir so zwei verschiedene Epochen. Wir sind eigentlich einmal so, wie man das vielleicht noch vom Winde verweht kennt, ein ganz klassisch geleuchteter Film, irgendwie schön warm oder wie man das aus so Sissi-Filmen kennt. Und dann haben wir einen Zeitsprung ins Hier und Jetzt, wo wir wirklich dann so eine Ästhetik haben, wie man das vielleicht heute von Netflix-Serien kennt. Ja, das Spannende sozusagen ist, dass sich bei uns ja dann zwei Ebenen aneinander abarbeiten. Wir haben einmal die Filmebene, die natürlich zeitlich fixiert ist. Und dann hat man das Bühnengeschehen, das immer einen freien Atem hat. Jeder Abend ist ja ein bisschen anders im Tempo. Und dann haben wir unseren Dirigenten, der versucht, diese zwei Ebenen zueinander zu bringen. Und dann war ich das eine mal hier, das andere da. Und dann findet es auf magische Art und Weise wieder zusammen. Und das ist unglaublich poetisch und das guckt man sehr gerne an. Und ich hoffe, das macht den Zuschauern viel Freude. In this opera, Verdi does a different orchestration for each character of the main personage. And we have Alvaro, he's a powerful person and with a lot of passion. We have Leonora. Leonora is a sad person and with a lot of anxiety. And the accompaniment with the Leonora part is with this kind of character. A lot of note ribattute, a lot of accent in the piano. We have Don Carlo. Don Carlo has anger inside and in all the opera. We have Preziosilla. Preziosilla is like a spicy girl.
We have this kind of accompaniment that Verdi does for each personage, and we can find this different in all the opera. Zwei Fassungen des Stückes. In der Mailänder Fassung wird Verdi, man könnte sagen, fast schon ein bisschen marktgängig. Das ist in der St. Peter-Fassung nicht der Fall. Das endet viel schroffer, viel direkter, aber auch viel konsequenter. Verdi ist in diesem Stück manchmal näher bei Brecht als bei seinem eigenen Frühwerk, könnte man sagen, in dem er nämlich durchaus sehr, sehr scharf eine Veränderbarkeit der Verhältnisse ja, geradezu anmahnt. Manchmal ex negativo, aber doch sehr deutlich.